How can we ensure clean water for life? I think it's a big topic. I think as society, the most important thing is that every one of us knows his responsibility for drinking water in future. When I'm not competing, I love being at Flims. I grew up here and it's just a beautiful place. And I usually spend my time by taking a swim. I like the nice and fresh water. Water is life. It may sound trivial, but at the end, this is for me what it really comes down to. I always wanted to promote the healthy lifestyle. That's why I partnered up with GF. And GF makes it possible. They bring clean water to the tap. So I think it's a perfect match. Innovation really helps us at GF Piping Systems to put the customers into the center of what we do, and that means putting people and the environment into the center of what we do. For people in a hospital, it's even more important to have clean water and a high level of hygiene. Je suis responsable adjoint du secteur CVC, donc je travaille à l'hôpital depuis 15 ans. Le GHRMSA est le plus grand hôpital de France non universitaire. Il regroupe des services de bloc opératoire, réanimation et plus récemment un pôle mère-enfant pour la pédiatrie. Car c'était le premier qu'on réalisait en High Clean Automation System en France, également dans un hôpital. Le but était vraiment d'apporter une solution au client en matière de sécurité, d'hygiène de l'eau et derrière lui garantir une satisfaction pour pouvoir vraiment vérifier l'ensemble de ses températures. Le point essentiel pour le client, c'est de connaître la température exacte de ses boucles afin de pouvoir garantir un réseau sans légionnelle. Also die erhöhte Legionellenpräsenz ist in der Hinsicht kritisch, wenn wirklich Patienten hier erkranken an Legionellen. Jeder Patient kommt in irgendeiner Form mit unserem Trinkwasser in Verbindung. Das spielt also eine große Rolle, dass das Trinkwasser hier wirklich in einwandfreier Qualität vorliegt. Natürlich ist es wichtig, dass immer gespült wird, die Trinkwasserleitung, dass das Wasser ständig in Bewegung ist. Das ist das A und das O, um eine Leitung sauber zu halten. Seit Einbau des High Clean Systems haben wir keine problematischen Probenentnahmen mehr gehabt und wir sind sehr froh, dieses Problem gelöst zu haben. I really believe that together with GF, with the innovation initiatives we have, we really can create a significant change and a positive impact. Die Zunne, das ist ein Gebäude mitten im Dorfkern von Sissach. Es ist 500 Jahre alt. Wir haben einen Sanitär-Spangereibetrieb und haben seit 2 Jahren die Sonne, Hotel, Restaurant, Residenz Sonne übernommen. Wir haben sie komplett renoviert und umgebaut und mit dem Produkt von GF Piping Systems ausgestattet. In diesem Gebäude sind 15 Zirkulationsventile verbaut und ein Spülventil. Wir sind auch froh, dass die Innovation, dass wir die können, auch in ein historisches Gebäude integrieren und auch umsetzen. Ein Hauptvorteil ist natürlich, dass man konstant Temperaturen im Überblick hat und das auch protokolliert bekommt. Gerade jetzt in Bezug auf eine Altersresidenz, wir können es hier nicht erlauben. Man hört immer wieder von den Legionellen. Und ich denke, wenn man das so mit dem Warmwasser und auch mit den Spülungen von Leitungen, die man nicht immer braucht, wenn man das im Griff hat, dann hat man kein Problem. The High Clean Automation System is basically doing the work for you. It really acts like a neural network with the master as the brain and then all those connected devices. It's constantly logging the health status of your water system, of your piping system. It's logging data, it's logging measurement values, and then in case of deviations or in case of any failure, it takes action. I travel all around the world to different places and I'm very grateful to have access to clean tap water.
when you stay in the hotel, you have a lot of chance to touch the water from the hotel tap. When you wash your hand, wash your face, brush your teeth, and even take a shower. If the water in the hotel is not so clean, so it may be will lead you feel uncomfortable. So drinking water, even the water, not for drinking, if it's hygienic or not, is quite important for us. Ich bin nicht jeden Tag im Hotel hier. Ich betreue mehrere Häuser, ich bin nicht jeden Tag hier. Wenn ich ein System zur Verfügung habe, was mir genau anzeigt, Moment, wir haben ein Problem in Schacht X oder was auch immer, ich kann relativ schnell reagieren. It definitely makes the life of operators easier, but it also opens up a totally new space where we really look at improving the overall energy efficiency of buildings in general. Man hat die Kontrolle über das System an sich, man kann es steuern. Mit der Berücksichtigung, dass wir letztendlich dann mit dem Ziel, die Qualität zu halten, aber auch Kosten, Wasserverbrauch, Kosten zu sparen, Gasverbrauch zu reduzieren, also alles nachhaltig zu kontrollieren und relativ schnell eingreifen zu können und zu steuern, wenn Bedarf da ist. So my expectation for the industry is that companies really take these important topics and put those into the heart of their organization, into the heart of the DNA. And really start acting on those important challenges and not just put them onto their website or into their marketing material. As an ambassador for GF, I expect them to perform at the highest level, just as I do. We ensure clean water for life.